Bro, was um alles in der Welt macht denn der Junge? Was? Das soll Lifehack sein, Alter. Hätte ich das früher gewusst, mein ganzes Leben, Alter, wäre tausendmal leichter gewesen. What? Erstmal machen. Ladies und Gentlemen, ihr alle wisst, es gibt da draußen eine Sache, die uns allen weiterhelfen kann. Und das sind Fidget Spinner. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. WTF, Bruder, da bin ich aber jetzt ganz spät dran, Alter. Aber wir gucken uns heute mal Lifehacks an, die dein Leben, genau dein Leben da draußen, du, der jetzt da draußen liegt im Bett und dieses Video anschaut mit seinen Chipshänden. Dein Leben wird das Video verändern. Deswegen, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Alle, die Chips essen oder im Bett liegen oder einfach nur rumsitzen und dieses Video anschauen, lasst mal ein Like da. Schaffen wir auf dem Video 6500 Likes? Wir legen los. Okay, was haben wir? Unser erster Lifehack. Wir müssen Batterien mit Kabeln verbinden. Super. Sieht ja schon mal leicht aus. Wie sollen das jetzt... Wir verbinden die Schläuche mit den... Was? Ist das eine Pumpe? Warte mal. Bro, das geht mir aber zu schnell. Fanta, Sprite, Cola? Oh mein Gott, der baut eine eigene Zapfsäule. No way. Oh, Bruder, okay, das, yo, okay. Warte, Bro, das ist too much. Das ist too much. Oh mein Gott, Alter, WTF, wenn ich das früher gewusst hätte, ich das gebaut. Mein ganzes Leben wäre das. Ich wäre der Coolste von der Welt, Alter. Stell dir mal vor, ihr erzählt in der Schule rum. Ey, Mann, Alter, yo, ich habe zu Hause einen eigenen Getränkespender, Alter. Mit Fola. Was soll denn eine Fola sein? Mit Cola, Fanta, Sprite, Bang, Alter. Alle kommen zu euch, die Ladies, die Boys, alles. Ei, ei, Captain, Alter, da könnt ihr aber ganz schön viel Spaß haben hier. Was machen wir jetzt, Alter? Wir haben eine Cola-Flasche wieder. Die ist aufgeschnitten. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Wird dieser Lifehack auch mein Leben verändern? Das erste war halt leider echt ein bisschen zu kurz, um selber nachzubauen, ne? Aber ich glaube, das glaubt Front an euch, aber ich glaube, ihr könnt das nicht nachbauen. Oder mit Pumpen und Batterien und Kabel. No Front an euch, aber ich glaube, ihr kriegt das nicht hin. Was haben wir jetzt hier? Wir nehmen ein bisschen Folie. Wir haben da so, wie gesagt, so ein bisschen Kreisel ausgeschnitten. Und da machen wir jetzt... Ah, Alufolie innen rein. Okay, so. Das befestigen wir jetzt mit einem Gummiband. Das Gummiband wird festgezogen und einen Knoten reingemacht. Okay, ist ganz simpel. Kann man bis jetzt nachvollziehen und machen. Jetzt binden wir das Ganze ans Handy hin. Okay. Beide Seiten befestigen wir das Gummiband, schneiden es ab. Jetzt bin ich mal gespannt, was haben wir denn da? Was ist das jetzt? Was soll das sein? Bro, Achtung. Nee, Digga, oder? Digga. Digga. Nee, oder? Nee, oder? Ah, Mann, und ich dachte mir die ganze Zeit, wie schafft der Peter die ganze Zeit 12 Kills bei World of Tanks, Alter, Mann? Peter, du alter Schummler, was soll das, Alter? 1 gegen 1, komm, 1 gegen 1, World of Tanks, Mann, Bruder, ich geb's dir. Bam, in dein Gesicht, Alter. Aber funktioniert das? Ist man da besser? Bro, das sah ja aus wie Trash, Mann. Das sah aus wie der größte Trash, der Trash ist, Alter. Fast so Trash wie dieser YouTube-Kanal. Moment mal, warte, das ist ja mein Kanal. Falls aber auch du neu sein solltest auf diesem Kanal, dann lass jetzt ein kostenloses Abo da und dann... Weiß ich nicht, Alter. Hast du komplett in deinem Leben versagt, weil du diesen Kanal abonnierst. Was weiß ich? Abonnier los jetzt! Es geht weiter. Ein Becher. Okidoki. Becher, alles gut? Talk yourself. Schauen wir mal. Wir tun den Becher jetzt wahrscheinlich aufschneiden. Yeah, wir schneiden da einen Löschel rein. Eine Löschel. Loch wird aufgeschnitten. Ja, superklasse, macht er das präzise wie ein Kung-Fu-Jedi-Meister, Alter. So, und jetzt haben wir einen halben Becher. Das ist der Lifehack. Woo! Nee, wir malen da anscheinend doch noch eine Linie drauf. Wir malen da mit Edding noch eine Linie drauf. Okay, gut. Und das weiß ich nicht. Anscheinend, ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Linie wird nochmal auf der anderen Seite genau gleich gemalt, damit das parallel ist. Richtig notieren. Gut, die sind absolut gar nicht parallel, der hat komplett reingechoked und jetzt schneiden wir das aus. Bro, die Linien sind schräger als manch ein Haareinsatz. Bro, was ist denn da los? Digga, und der will mir was von Lifehacks erzählen, oder wie? Schneiden, okay, aufpassen, dass ihr nicht den Finger schneidet. Ganz, ganz vorsichtig. So, jetzt schneidet er das richtig aus. Gut, wir haben beide Seiten was rausgeschnitten. Und jetzt, was soll das werden? Bro, der hat auch den hässlichsten Becher der Welt ausgesucht, ne? Was ein hässliches Muster drauf. Bruder. Yo, okay, yo, ich nehme alles zurück. Ist das so ein Handyhalter jetzt wie so Kino? Okay, ich nehme alles zurück. Bro, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Ich nehme alles zurück. Bro, ich habe kein Geld. Hallo, ich, nimm, ja, warte, ja, das, hier, take my money, Alter, nimm all mein Geld, hier, alles, was ich hab nichts mehr, aber nimm, take my money, nimm alles, Bruder, komm, hier, alles, was ich hab, mein YouTube-Kanal, alles, Hauptsache, ich bekomme diese Halterung, Bro, das sind schon heftige Hacks, also die sind schon echt heavy, ich dachte mir so, ja, nee, die werden jetzt nicht so geil, aber die sind gestört gut, so, wir haben Mentos, was ich immer noch so geil finde in diesen Videos, die Mentos haben immer so,
so Figuren drauf. So mit Blau. Ich habe das noch nie gesehen in Deutschland. Noch nie. Keine Ahnung, ob ich irgendwie hinterm Mond lebe oder ob ich was weiß ich was im falschen Laden einkaufe oder ob ich immer Gentos, den Fake von Mentos, gekauft habe. Aber ich habe das noch nie gesehen. So, wir nehmen Wasser drüber und frieren jetzt. Wir machen Mentos-Eiswürfel. WTF. Wieso und alles in der Welt will man Mentos-Eiswürfel? Oh mein Bro, no. No. Nein. Digga, wie böse ist das? Wie böse ist das? Yo, wie böse ist das? Mentos den Eiswürfel und ihr könnt jemanden das Leben zur Hölle machen, pranken. Ihr gebt ihm im Sommer einfach die Eiswürfel, alles überläuft. 10 von 10, geilster Lifehack überhaupt, werde ich direkt morgen machen. Alle Eiswürfel werden mit Mentos gefüllt. So, jetzt haben wir Oreo-Keks. Oreos, sehr lecker, am besten die mit doppelter Füllung. Lecker schmecker, Alter, immer nur die Füllung rauslecken und den Rest, der ist nicht so geil, aber die Füllung beste. Ja, wir schneiden die Füllung raus. Okay. Boah, nein. Oh nein! Wieso machst du das? Du Ferkel! Du Ferkel! Das... Oh. Stell dir vor, du beißt da rein! Oh, und er wird dem jetzt jemanden geben zum Essen, oder wie? Oh, ist das böse! Oh, ist das böse! Oh, ist das böse! Ich glaube, ich spinne. Bro, nein! Mentos mit Zahnpasta! Und es fällt nicht auf! Ich bin der Erste, der da alles vollschlägt und reinsabbert, Alter. Ah, er probiert's jetzt. Bäh, Zahnpasta, Junge, das ist böse. Das ist zu böse. Yo, ich schwör, Alter, diese zwei Lifehacks, 10 von 10. Alter, Schwede. Aus dem Nichts, ihr könnt jemanden knockouten. Ihr könnt einfach so, er weiß gar nichts. Haia, bam! Karate Kung Fu gegen Gesicht. Und umfliegt er. Ah, aber weiter geht's. Wir haben eine, nicht Styropor. Was ist denn das? Plastik, nein, wie heißt das, Mann? Alufolie. Wusste ich's doch. Erster Versuch direkt gewusst. Wir wickeln einen Deckel mit Alufolie ein. Meine Güte, Alter, heute bin ich wieder so blöd zum Reden. Alufolie, jetzt kommt Heißkleberpistole. Hat irgendjemand von euch sowas zu Hause? Ich hab's nicht. Wenn nicht, nehmt einfach flüssigen Kleber. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob's klappt, aber Markis Beauty Palace sagt, nehmt einfach flüssigen Kleber. So, der Kleber trocknet irgendwann. Dann habt ihr hier jetzt so einen Klebeball. Okay, der Klebeball. Jetzt neu. Bei Marquis Beauty Palace. Jo, wir machen, was ist denn das jetzt, Bro? Taschenlampe an? Okay, wir machen Flashlight an und jetzt machen wir den Ding da drauf. Und was soll das bringen? Was bringt das jetzt? Hä? Was soll denn das jetzt bringen? Hä? Ist das Licht jetzt heller? Ach, das Licht geht mehr in die Breite, oder? Kann das sein? Oh mein Gott, das Licht geht mehr in die Breite. Das Licht ist nicht mehr so gerade und klein, sondern sehr flächendeckend. Alter Schwede, wenn ihr eine dickere Taschenlampe braucht, könnt ihr einfach das machen. What? Ist das cool? Das ist cool, Alter. Das ist free. Jetzt haben wir Kopfhörer. Was machen wir mit den Kopfhörern? Lauter, leiser. Okay. Kopfhörer werden ins Handy gesteckt. Kopfhörer sind drin. Und jetzt gibt's eigentlich gar nicht mehr, ne? Niemand verwendet mehr diese voll krass, niemand verwendet mehr diese Kopfhörer-Plugs, Alter. Das gab's früher nur nonstop MP3-AUX-Kabel. Bro, früher im Auto AUX-Kabel, jetzt nur noch Bluetooth CarPlay und sowas, ne? So, warte mal, was? Ah, Lifehack, man kann damit Fotos machen, das wusste ich aber davor schon. Wenn ihr die Kopfhörer einsteckt, auch bei iPhone oder so, wenn ihr diese Plus oder Minus, die laute Leiser-Taste drückt, dann macht ihr Fotos. Übergeil, Alter, übergeiler Lifehack, wenn ihr mal von euch selber Bilder macht oder so, dann voll leicht, voll simpel. So, weiter geht's mit einer Büroklammer. Die Büroklammer wird gebogen und geht hin bis zum geht nicht mehr, Mann. Ja, wir schauen mal. Wir haben die gebogen und jetzt... Oh, das ist auch cool. Wenn ihr mal dieses Ding verliert, dieses komische iPhone-SIM-Karten-Ding, könnt ihr einfach eine Büroklammer nehmen, die ein bisschen aufbiegen und dann klappt's. Super, gut. Wir haben nochmal eine Büroklammer mit ein bisschen Stoff. Also nicht Stoff, ihr wisst Stoff. Also Baumwolle. Was denken ihr, Mann? Ihr seid mir echt welche. Ihr seid ja echt verrückt, Mann. Eieiei. Gut, das wird jetzt irgendwie da reingedreht. Und jetzt? Klopapier. Geil. Ein Stückchen Klopapier nehmen wir noch mit. Muss auch mal sein, ist wichtig. Wichtig und richtig und wichtig. Klopapier wird eingerollt. Sehr gut. Wäscheklammer wird rumgemacht. Beziehungsweise Wäscheklammer, was laber ich, Alter, hier? Diese Büroklammer wird drumherum gemacht. Und was haben wir jetzt? Was soll denn das bringen? Was ist das jetzt? Jetzt stopft ihr das da rein. Hä? Was soll das bringen? Bro, was soll das bringen? Zum Saubermachen? Wieso ist das jetzt unscharf? Hä?
Das habe ich nicht verstanden. Sollte das sauber machen? Bro, das bringt ja gar nichts. Gar nichts, Alter, oder? Das ist ja... Na gut, Ladies and Gentlemen, ich habe gar keine Ahnung, Mann. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das letzte war. Aber die Lifehacks waren echt 10 von 10. Sehr, sehr geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Lifehacks wollt, dann lasst ein kostenloses Abo da. Danke fürs Zuschauen. Klickt hier aufs letzte Video. Ich bin aus. Hasta la vista. Tschüss.